herzlich willkommen zur ersten wirklichen Folge mit dem neuen Truck. Ja, hatten wir uns ja in der letzten Folge gekauft. Klar, ich hatte noch einen Auftrag gemacht, damit ich noch einen Fahrer anstellen kann. Und jetzt geht's erstmal auf richtige Tour. Ich guck mal, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Stimmt, wir sind auch nach Brüssel gefahren. Essig nach Calais. Müssen wir machen, weil so einen anderen Auftrag gibt es gar nicht. Was haben wir denn an Pause noch? In 3 Stunden müssen wir Pause machen. Na, subi. Hier, warte mal. Zurück. So, Essig. Dann fahren wir mal Essig. Also ich habe nur die Essig fahren. Ist auch ganz interessant. Den Auflieger anmachen. Ach so, das Navi wollten wir hier ausmachen. Und ja, weil wir haben ja ein Onboard-Navi an unserem FH16. Ja, links abbiegen und gleich nochmal links da vorne. Oh, da geht's schon auf. Nee, der will uns wieder über Land schicken. Warum? Warum schickt uns das doofe Navi immer über Land? Wir fahren auf der Autobahn. Und zwar nach links. Da steht Lille dran und hier das Schild hätte uns auch über Land nach Lille geschickt. Deshalb fahren wir hier lang. So. Ich hoffe, das Navi kriegt sich gleich wieder ein. Ich hoffe, wir fahren hier nicht in die Leitplanke. Und dann sehen wir uns in Calais. Bis nachher. So Leutchen, wir sind in Frankreich angekommen und kaum sind wir da, habt ihr hier gerade gesehen, rennt da so ein Renault Laguna oder sowas rum. Also man merkt auch wirklich an den Fahrzeugen, dass man in Frankreich ist. Und wir sind in Calais. Ja, das kommt auch noch dazu. So, Stokes. Ja, genau, Pause. Wir müssen uns ein bisschen beeilen beim Einparken. Hier. Weil wir haben, ich glaube, nur 20-30 Minuten, um abzuladen und uns eine Schlafmöglichkeit zu suchen. Und dann kriegen wir eine Strafe. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber dazu sollte ich halt auch gerade einparken. Sonst können wir das mit der Strafe schon mal beantragen. Dicken. Komm mal rum. Komm. Verdammte Axt. Nein, nee, andersrum muss man. Ich dachte, es reicht. Nein, wieder falsch. Mann!
gibt's nicht. Ich muss. Gerade dann, wenn es eng ist, weißt du, wenn du keine Zeit hast, dann funktioniert es nicht. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja, würde ich ja gern. So, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Dampfer hier. Na also, geht doch. Geht doch, Mann! Ja, ja, ist gut. Schnell, ich muss mich beeilen. Nein, noch 24 Minuten. Hallo. Fahren wir rechts rum. Nein! Verdammte Scheiße! Mann! Eine Folge der neuen LKW und schon gecrashed, Mann. Was soll denn das? Sei doch ein bisschen vorsichtig. So, mit 90 durch die Stadt. Nicht zum Nachmachen empfohlen. Aber ich muss Gas geben, sonst habe ich keinen Schlafplatz und dann kriege ich eine Strafe. Ich sehe schon wieder. Das hat gerade mal gereicht. So, schlafen. Gute Nacht. Oh, ich habe hier 2255 Euro von Tina bekommen. Und sie ist ein Level aufgestiegen. Saugeil. Also, meine neue Fahrerin. Und nochmal 2178 Euro von Tina. Nochmal besser. Hat sie noch einen Auftrag erledigt? Ne, zwei ist auch mehr. Mal ganz ordentlich und gut. So, Frachtmarkt. Wir sind in Calais. Brüssel. Southampton. In Lille. Lille 100 Kilometer. Nach Brüssel. Ich glaube, wir fahren mal nach Brüssel. Licht. Warum war das Licht aus? Die wollten mir wieder eine Strafe geben. Zum Glück habe ich gemerkt. Ja, ist ja gut. Ich muss zuerst gucken, ob da jemand kommt, Mann. So, ab zu NBFG, was auch immer das heißen mag. Oh, lol, da müssen wir nur über die Brücke fahren. Und da auch. Aber wir müssen halt 300 Fährgebühren bezahlen. Das heißt, ich mache am Ende 1300 Gewinn. Nach Chemikalien. Wir sind immer ein bisschen unterwegs. Was soll's? Ja, von Chemicals. Bisschen Gefahrenstoffe hier. Ach, blinken auf dem Firmengelände müssen wir eigentlich nicht. So. Jut. Das ist ein bisschen arg weit weg. Ich würde gerne mal so parken, dass sich der Anhänger beim Anhängen. Nein, schon wieder ein Schaden. Aber jetzt wahrscheinlich an der Fracht, oder? Nee. Ich würde gerne mal so parken, dass sich der Anhänger nicht bewegt, wenn ich losfahre. Bisschen doof, aber was soll's. Kriegst halt einfach nicht gebacken. So, also wir fahren nach Brüssel nach links. Ich mache mir mal auf den Weg. Bis nachher.
sind in Brüssel angekommen. Ich sag immer so. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, was man da für ein anderes Wort benutzen kann. Endlich, klar. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so lang, bis wir ankommen. So, jetzt müssen wir den dicken Dinger hier einparken. Aber, guck mal hin. Guck mal hin. Wir stehen schon genau richtig. Alter, was ein... Was eine Präzision beim Einparken. Also, hört mal zu. Oh, wir sind kurz vor Level 18. Geil. Das freut mich. Ja, ich habe natürlich den neuen LKW schon wieder beschädigt. Ist doof. Ist doof. Ich weiß. In Brüssel. Mal irgendwas nach. Schon wieder nach Calais. Aber der gibt ordentlich Kohle. Also eigentlich muss ich den. Ich muss den nehmen. Sind fast 10.000 Euro. Also. Wenn ich den nicht nehme, bin ich dumm. Was mir auch so ein bisschen auffällt, ist, durch die zwei angetriebenen Achsen, beziehungsweise generell durch die zwei Achsen wahrscheinlich, hat der LKW einen relativ starken Geradeauslauf. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn gerade mal eine Kurve lenke, dann will der immer, dann macht er immer einen Ruckler nach, einen Ruckler geradeaus. Ist, finde ich, ein bisschen irritierend beim Fahren. Aber man kommt schon damit zurecht. Man muss es halt berücksichtigen, so ein bisschen. Bin mal gespannt, was hier jetzt rechts noch auf uns wartet. Deshalb fahre ich anders wie das Navi. Weil das Navi verarscht mich sowieso die ganze Zeit. Habe ich das Gefühl. Vorhin wollte es mich... das war zu schnell. Kein Gegenverkehr, Glück gehabt. Ah, Iveco-Händler. Zaka. Chaka hat es gemacht. Muss man hier schon rechts nehmen, nächste. Ich habe das Gefühl, das Navi verarscht mich sowieso die ganze Zeit, weil es schickt mich zu roten Ampeln. Und es schickt mich so oft über die Landstraße. Und dann fahre ich auf die Autobahn, dann braucht es immer erst eine Ewigkeit, bis es eine Alternativroute berechnet hat. Und wenn es die Alternativroute berechnet hat, dann will es mich gar nicht mehr von der Autobahn runterlassen. Das nervt mich ein bisschen. Achso, wir haben zu. War ich gerade so in meiner Hassrede gegen das Navi, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass wir schon grün haben. Hier noch nicht. Dann müssen wir nochmal links. Sehr gut. Blinker spinnt gerade auch, habe ich das Gefühl. Der will nämlich gar nicht mehr ausgehen, der Blinker. So, annehmen. Annehmen. So, wir geben jetzt noch ein bisschen Gas, damit wir nicht so lange brauchen für die Folge. Und fahren mal die Autochen hier nach Calais. Und ja, sehen wir uns in Calais wieder. So, jetzt mal gucken. Na, ein bisschen hat sich der Anhänger verschoben. Egal, bis nachher.
Goddammit! Und ich bin wieder hängen geblieben. Hab's irgendwie geschafft, mit dem LKW auf einer geraden Strecke an die Leitplanke zu fahren. Manometer. Oh, jetzt stehen wir aber ziemlich weit weg vom Parkplatz. Ich glaube, ich ziehe noch mal ein bisschen Grad. Und dann fahren wir zurück. Ja, so sieht's gut aus. Ich dachte, ich fahre zu weit. Aber es hat gereicht. Wir haben unseren dritten Auftrag heute angebracht. Ne, wir sind jetzt Level 17. Ich habe das verpeilt. Ich dachte, wir wären schon Level 18. Na, egal. Level 17. Und Gefahrenstoffe. Ab nach oben. Ja, das war's auch schon von der Folge 43 des Euro Truck Simulators. 36.000 Euro. Das sind fast 29.000 Euro, die wir diese Folge gemacht haben. Die ganze Firma natürlich, Tina T., hat natürlich auch mitgeholfen. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich demnächst eine Abwechslung zum ETS bringe. Was genau, lasst euch überraschen, vielleicht ahnt ihr es schon. Das sehen wir dann in der nächsten Folge vielleicht schon. Vielleicht habe ich mich dann schon entschieden oder in einer der nächsten. Aber ich habe da eine Idee. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar oder ein Like da. Ciao, Leute.